Moin moin liebe Leute und willkommen zu The 7 Days. Hallo. Today, guten Morgen. Ja eben, wenn du was hast, dann kannst du mir ruhig geben. Ich hab was. Was meinst du mit was haben? Ja, wenn du überladen bist, kannst du mir noch was geben. Ich hab noch Platz. Oh, ich bin immer überladen. Ich nehme hier das alles auseinander, was ich finde. Oh, ein brennendes Fass ist haltbarer als ein reguläres Fass. Das Feuer beschützt das Fass von innen. Es scheint, als könnte man Grill nicht mit der Axt auseinandernehmen. Kannst du dein Wasser jetzt herstellen, Schatz? Ja, mache ich gerade. 5 Flaschen. Hat jemand von euch Durst? Minimal. Minimal, ja. Weil ich habe 2 gefunden gehabt, die habe ich jetzt schon getrunken. Hunger wird irgendwann so ein Problem. Ja, hat jemand... Nee, Fleisch hat keiner, ne? Nee. Und du hast all mein Essen gekriegt. Bis auf meine Starterdose, die habe ich noch. Das war ja nur ein Sandwich. Ach stimmt, Punkte muss ich noch vergeben. Die Starterdose habe ich gegessen, sonst wäre ich verhungert. Ja, die habe ich auch schon längst verschnetzelt. Das ist halt der Anfang am... Fängt schon wieder an. Das muss ich durchs Hinlegen nicht heilen kann, ne? Das wäre schon cool. Ei und gekochtes Wasser, muss man das lernen? Ja. Ja, das muss man, glaube ich, lernen. Oder? Habe ich jetzt schon verschnetzelt. Entschuldigung. Hätte ich tatsächlich wahrscheinlich machen können. Ist ja schon wieder alles verschnetzelt, hey. Nein, der Kochtopf erforderlich. Muss man nicht lernen, aber der Kochtopf ist erforderlich. Den können wir natürlich jetzt noch nicht haben. Ja, ich bin zum Glück doch nicht schuld. Oh, hau mal den Herd daneben dir ab. Den Ofen, wenn er leer ist. Okay. Was hab ich denn gefunden? Ein Bier. Ein Bier, lass es dir schmecken. Wie kann das Bier? Ich muss erst mal gucken. Dass ich ja gleich mit dem Schwips rumrenne. Alles gut, Strider. Lass doch mal wieder herstellen. Aufschalten. Was machst du denn? Das raucht hier so im Fagefeuer. Ich hab heute irgendwie einen Schucken. Okay. Was ist denn der Vorgänger vom... Ist ein Schraubenschlüssel, ne? Schraubenschlüssel. Der Vorgänger vom Schraubenschlüssel ist ein Schraubenschlüssel. Jawohl. Nein, ich meine das Werkzeug davor. Oder ist es das allererste? Babyschraubenschlüssel? Nee, was ich meine, es gibt da so eine Art Steinschraubenschlüssel oder sowas. Nee. Nein. Ja. Ich habe das Boot gerade versenkt. Oh, toll. Ich wollte doch abhauen. Oh, scheiße. Guck mal raus. Guck mal raus. Das ganze Wasser ist verpackt jetzt. Dabei habe ich nur die Klimaanlage hier hinten rausgehauen. Ah. Und da ist plötzlich der ganze Boden runtergefallen. Konnte ich ja nicht ahnen. Okay, warte mal. Ich mache hier erstmal wieder die Türen zu. Zack. Ich bin nämlich sicher in Gefilden. Hallo. Okay, also du hast ja Bogen und Pfeile, ne, Imp? Ja, korrekt. Dann musst du erstmal, wenn wir Hühner finden und Hasen, musst du die killen. Ich muss gar nichts tun. Weil ich habe natürlich nur Bogen, aber keine Pfeile. Wenn ihr eh keine Pfeile habt, könnt ihr den Bogen auch zerstören und habt einen Platz im Inventar. Ja, hab ich schon lange gemacht. Nee, ich brauche den Bogen jetzt irgendwann, weil ich muss ja irgendwann jagen. Weil diesmal werde ich Jäger mit skillen, wenn ich schon der Koch bin. Achso, ja gut. Wobei du switchst dann relativ schnell, denke ich, aufs Jagdgewehr. Das stimmt, das Jagdgewehr würde ich schon gerne haben, aber... Ja, warte mal. Ich habe ein kurzes Rohr. Ja. Ja, okay. Sag das deiner Freundin.
So habe ich das nicht gemacht. Und eine selbstgebaute Pistole, Maschinengewehrteile. Ey, cool. Gell? Und ich habe sogar Patronen gefunden. Strider, willst du vielleicht mein Rohr haben? Ich glaube gerne. Komm, ich halte hier mal mein Rohr hin. Dankeschön. Oh, scheiße. Ah, guck mal da, Chefkoch, Junggeselle. Du kochst nicht sehr häufig, kennst aber die Grundlagen. Schaltet einfache Rezepte wie Speck mit Eiern, gekochtes und gegrilltes, gebackene Kartoffeln, Maisbrot, Teeskern und Kaffee frei. Oh. Imp, bist du unter mir? Also bist du da unten irgendwo? Warte. Erst sagst du, ich soll mein kurzes Wort meiner Freundin präsentieren und jetzt fragst du, ob ich unter dir bin? Ich stehe doch im Dach drin. Woher soll ich das wissen? Ich bin draußen. Okay. Ich spiele an meinen Rohren hier. Ja, dann spiel weiter. Oh, ich bin schon eine Oma. Wie, du bist eine Oma? Ja, beim Kochgesellen bin ich jetzt eine Oma. Schatz. Ja, mein Schatz. Hier. Ich kann damit eh nichts anfangen. Hier. Boah. Und hier. Den da kann ich zerlegen. Den halte ich. Okay. Den kann ich geben. Mein lieber Streiter. Benzinkanister habe ich. Ja. So, für was brauchen wir die Eisenrohre? Für Maschinenpistole zum Beispiel. Maschinengewehr. Könntest also, wenn du mir jetzt eins gibst, kann ich 8 Stück. Okay, warte mal. Maschinen. Wie viel kann ich denn jetzt bauen? Kannst guck mal, 2 Stück kann ich schon bauen. Ja, aber kannst du mir so ein selbstgebautes Schrotflinte machen? Ich hab dir da nochmal 2 Rohre hin. Okay, warte mal. Erstmal die Melle. Krieg ich jetzt erstmal Maschinengewehr. Wenn ihr Benzin habt, könnt ihr mir das geben. Eine Schrot. Ah, jetzt ist der Imp da. Imp, guck mal hier. Okay. Wo hab ich's jetzt? Ja, du siehst gut aus. Jetzt einmal. Ah, danke. Blei nicht, ne? Doch. War nur Messing. Ja, Blei, oh. Sand, Holz, habe ich alles irgendwie. Ich habe auch Eisen. Schatzi, da liegt neben dir dein Maschinengewehr hin. Es ist zwar noch keine Munition da, aber sie kommt noch irgendwann. Aber du hast sie schon mal. Mhm. So, hat jemand Benzin von euch schon? Ja. Nee. Okay, warte, dann fast 700. Benzin. Benzin. Ab hier hätte ich. Und nee, den habe ich auch. Brauchen wir noch den zweiten Nägel? Nägel habe ich. Liegen vor dir. Wenn ihr altes Geld habt, nehme ich das auch. Ja. Ich lasse mich bezahlen für meine kurzen Rohre. Hier. Papier. Da. Stofffetzen habe ich noch, genau. Zement und Pflastersteine habe ich. Ja, das habe ich auch. Oh, das ist super. Wollen wir das teilen vielleicht? Also ich hätte meins behalten. Du hättest es bald, gell? Wer hat Durst, der kann sich das aufheben hier. Ich habe noch elektrische Teile, Eisen, Stein, Blei, Sand und Kohle. Habe ich nicht, Sand habe ich auch nicht mehr. Schatz, dir die elektrischen Teile kannst du mir mal geben. Schatz, das schmeiße ich dir auch hin. Und ich habe auch noch Kunststoffmüll. Zement hätte ich auch noch, falls jemand Zement übrig hat. Mhm. Nee. Stofffetzen? Habe ich gleich noch mal welche. Ich mache hier kurz die Tasche hier kaputt. Knochen? Habe ich, glaube ich, einen. Stofffetzen habe ich. Soll ich dir auch. Hast du noch Platz oder soll ich sammeln? Weil ich habe jetzt noch. Ja, dann nimm mal dann da. Genau. Und wer sammelt Knochen? Nee, könnt ihr mir geben, die Knochen, wenn es sein muss. Habe ich gerade. Okay. Tut mir leid. Ist ja alles gut. So. Ich fühle mich richtig gut als Koch. Ja?
Dahin. Du hast ja bisher auch nur Wasser zum Kochen gebracht. Gut, ne? Okay. Jetzt ist 3. Wir haben noch 300 Meter vor uns, dann, wenn wir zum Händler wollen. Der macht auf um 6.05 Uhr. Ja, dann rennen wir. Eine Minute brauche ich noch, dann ist durch. Und dann können wir los. Nee, ich sag nur, wir wären jetzt sowieso noch ein bisschen früh dran. Mach mal da oben das Blechzeug weg. Hast du gerade nachgeladen? Ja. Oh, das klang cool. Und Günther, genau deswegen habe ich Benzin so getrunken. Ich habe noch mal ein Rohr gefunden. Brauche ich gerade nicht, danke. Bist du zufrieden mit meinem letzten Rohr gewesen? Ja. Das nächste Rohr kannst du als Freundin reinschieben. Okay, so. Es ist VCD. Warte, lass mich noch schnell reparieren. FSK 18 Stream, so fertig. Oh ja, ich weiß, ich verhungere. Ja, ich auch. Wir müssen weiter. Ich bin fertig. Wir können los. Schlafsack mit, welcher ist denn meiner? Pack irgendeinen ein. Da, wo du E drücken kannst, ist deiner. Okay. Okay. Steht ja auch immer dran. Warte, ich hole mir meinen auch noch. Warte, Schatz, wir müssen auf Imp warten. Wo ist meiner eigentlich? Weiß ich nicht. Hat den einer von euch abgebaut? Was? Ich habe meinen innen gebaut. Wo hattest du deinen? Draußen. Ich habe ihn schon aufgehoben. Gott, bin ich blöd. Der Tag. Aber der Händler macht um 6 auf, ne? 6.05 Uhr. Genau. Oh, ja, bis wir dort sind, ist vielleicht schon soweit. Weißt du, was ich schade finde? Kann man nicht hier nicht irgendwelche Blaubeeren finden, die man immer so futtert? Falsches Spiel. Aber hier gibt es auch Blaubeeren, die du finden kannst. Wo ist das Hühnchen jetzt hin? Ich hatte fast ein Hühnchen. Was? Ja, das ist... Oh, da ist ein Mais. Ja, den lasse ich dir mal. Also ich habe nur einen einzigen Maissamen. Ja, Adler. Geier. Viech. Ich bin überlastet. Ich habe Schulden. Steuerschulden. Ach, da ist ein Krabbler. Oh. Wow. Spind, was haben wir denn da drin? Ah, eine Militärrüstungsteile, alles klar. Zu mir. Wird verkauft. Ja. Genau. Hast du gerade mit drauf gehauen? Ja, ich war kurz mit drauf. Ah. Achso, dann schmeiß ich das kurz hin. Ich dachte, du bist Melle, aber... Du dachtest, ich bin Melle. Alle. Ja, ich habe dich nur von hinten gesehen, so eine dürre Portion. Oh, sehe ich von hinten etwa aus wie Melle? Ich wusste gar nicht, dass ich so einen tollen Hintern habe. Ja. Du hast ganz viel Zement, Moment. Guck mal, hier ist Strider. Hier. Warte, kurz den Rucksack. Nein, hier. Da. Heidelbeer, ey. Boah. Ja? Ja? So kümmere ich mich um dich. Alter Schwede. Wow. Ich bin begeistert. Zu Recht. Ihr habt schon eine Schaufel oder was? Ja, ich musste. Da melle. Weißt du was? Ja, hier dein Zement und so. Ich habe ja mitgegraben. Danke. Oh, ein Chemiebaukasten. Ich habe Blei noch gefunden. Ja. Nochmal Blei und Federn. Kannst dich hier hinter mich schmeißen, während ich die Chemiestation abbaue. Okay. Blei, Federn. Mario, spicy.
Zerlegen. Dein Baby. Das sind ja nur ich, die Mama. Und die sind alle, ja. Bauen wir das Bett ab, dann hast du wahrscheinlich noch mal ein paar Rohre. Aus dem Bett? Mhm. Der Rohre ist der Herr Streiter. Okay. Jetzt lass mich gucken. Nee. Nur Eis. Okay. Nee, mal hin. Okay. Können wir weiter? Ja, natürlich können wir weiter. Ich warte nur auf euch. Ja, wir nutzen hier alles, was wir finden. Melle. Da. Danke. Halt. Goldrutenpflanze, kann man die auch essen? Nee, da kannst du einen Tee draus kochen. Du Meisterkoch. Und anpflanzen kann ich sie auch. Ja, ich weiß, ich sterbe. Wieso stirbst du gleich? Deswegen müssen wir zum Händler und er muss Geld machen. Der hat noch nicht offen. Ich sterbe gleich, weil ich Hunger habe. Ich habe nichts mehr im Magen, aber absolut gar nichts mehr. Ich könnte dir ein Glas Honig anbieten. Ja, ich schmeiß aber erst schön mal mein, wie heißt das? Mein Rucksack, nein, Schlafsack dahin. Bist du schon so Da ist nichts mehr. Ah, okay, dann wird die Maiskolben jetzt auch nichts mehr bringen. Strider, ich habe hier nochmal Kleber für dich. Nicht dran schnüffeln. Okay. Melle, renn mal rum und hier ums Gebäude und guck, ob du vielleicht Eier findest. Ja, aber bei ihr ist so wenig drin, da wird nicht mal mein Ei funktionieren. Also sonst würde ich ihr mein Mais geben, aber... So. Das wäre der Händler. Ja, der macht jetzt auf in 20 Minuten. Dann lege ich jetzt meine... Huch, was ist jetzt passiert? Der hat dich zurückteleportiert wahrscheinlich. Achso, dann lege ich hier schon meinen Schlafsack hin. Schmeiß schon mal raus, was du alles verkaufen willst. Darf ich hier nicht Schlafsack legen? Darf ich mich auch verkaufen? Schinken. Riecht man bei mir auch raus. Ich habe schon alles, was ich verkaufen will, dir gegeben. Okay. Du auch, Strider? Oh, warte mal. Was ist ja, komm, cool, das da. Noch mit weg. Achso, die Hosen. Ja, dieses Kleinzeug von dir. Schatzi, ich hab hier noch was. Achtung. Tschupp, kommt. Aua. Durchsuch dir mal unten Chemiestation und so Zeug. Ja, mach ich. Ja, Mario, ich will das Kleinzeug nicht essen, weil, Oh, da hat's Essen. Lammration. Njam, njam, njam. Miso-Suppe. Aber ich hab kein Geld. Nö, das macht jetzt Imp. Ich arbeite dran. Y'all come back now. Zerstören oder nur plündern? Nur plündern. Du kannst hier nicht zerstören. Be seeing you. So, das nimmt er gar nicht. Das ist doch nur ein Punkt. Wie, der hat kein Interesse an dem Gegner. Was für ein Penner. Ich tue die Tür. Groß oder was? Take your time. Der Hammer. Okay. Das verkaufe ich jetzt auch noch. Das hilft uns später erst was. Nebelbad. Das ist doch. Und Nägel, das ist genau richtig bei mir. Da ist noch ein Baumstumpf. Vergrabene Vorräte. Da kriegen wir doch bestimmt Essen. Höchstwahrscheinlich. Vermutlich. Soll ich mal eins mitnehmen? Willst du jetzt Quest machen? Weiß ich nicht. Brauch euch. Ich frage nur deswegen, weil das ist der falsche Händler. Und okay, oh, stimmt. Wir sind ja völlig
Wir müssen noch ziemlich weit laufen. Nicht, dass wir denselben Fehler machen wie letztes Mal. Ja, stimmt, hast recht. Ich habe mit dem geredet, jetzt ist aber das da weg. Ja, das war das Tutorial. Ja, genau. Ja, okay. Das ist richtig. Das. Mit falscher Händler meinte ich nur, dass der Händler hier 2 Kilometer entfernt von unserer Base ist. Der hat eine Ausrüstung hinten. Gefütterte Weinschienen. Deine mit. Ja, hab ich. Ich kann bei dem nur eine Hühnersuppe kaufen. Ja, dann gibt's die Melle oder dir. Melle? Ja. Liegt vor mir. Okay. Nee, warte mal. Essen. Du hast mich gerettet. Sonst wäre ich jetzt wieder draußen vor meinem in meinem Schlafsack. Unten hat es ja dann auch noch einen Automaten. Da gucke ich auch noch gleich, ob wir uns was kaufen können. Ich sehe so scheiße aus. Aber warte mal. Vielleicht kann ich das auch noch. Survivor. Warte mal. Vielleicht. Thanks for shopping here. Der hat nämlich einen Wasserreinigungsmod. Wenn ich noch irgendwie 100 Tacken zusammenkriege. Wieso Wasserreinigungsmod? Dann kann man Dreckwasser trinken. Achso, ja, aber ein Lagerfeuer ist ja schnell gebaut. Sicher? Ja, natürlich. Okay, gut. Dann. Also Lagerfeuer, ich mach schon mal eins, damit du sicher sein kannst. Ich habe schon mal eins hergestellt. Okay, gut. Dann können wir von mir aus gehen. Ja. Habt ihr alle Stationen? Ja. So, das ist die Automatenvermietung. Wo ist denn sein Essensautomat? Ach da. Hier. Ah, die Schmiede war auch noch unberührt. Oh. Guck mal hier. Bauplan für eine Schmiede. Willst wenn ich Ingenieur mache irgendwann, ja, gibt's ja immer rüber. An Melle. Was? Oder soll ich es jetzt lesen? Kaffeepflanzen. Ach, schade. Kannst du lesen, wenn du willst. Okay. Was denn? Ich hab's gar nicht. Ein Schmiedemod, Schmiederezept. Okay. Das ist wurscht, das finden wir noch öfters. Okay, hier Melle. Was? Essen, danke. Der hat jetzt nur noch so Süßigkeiten drin. Oh. Den geben das nächste Haus, stimmt. Ja. Da oben ist ein Hirsch. Oh ja, ich sehe ihn. Hast du Pfeile? Ich? Nee. Ich hab eine Schrotflinte. Warte, Schatz. So, deine. Wo ist er denn jetzt? Den Hügel runter. Da ist er noch. Ich sehe ihn. Immer noch zu nah dran. Das 3,5-fachen Schaden habe ich gemacht an dem Hirsch, wo auch immer okay. Der jetzt hin ist. Hier rechts. Ich glaube, wir haben 2 unterschiedliche Hirsche gemeint. Da ist einer, hier bei mir. Und der hängt ein bisschen. Dann tötet ihn. Vernichte ihn. Wirf ihn ins Feuer. Ich habe ihn. Mit Zucker das auch. Ist da noch überhaupt was übrig? Oder müssen wir während dem Essen dann immer so hupp. Oh, ich habe ja kein Knochenmesser. Warte mal. Ja, Melle könnte eins machen, oder? Ja, boah. Bestimmt. Warte. Ja, mach mal bitte eins, weil ich habe keine Knochen. Ja, sie hat unsere Knochen eingesammelt. Noch ein Messer hier. Nee, mir fehlen tatsächlich noch Knochen. 2 Echt Stück. Jetzt? Oh, okay. 2 Knochen. Dann, wenn ihr Leichen auf der Straße liegen seht. Ja, dann muss ich kurz das Ding wohl ohne Knochenmesser mit der Axt. Häckseln. Ah, jetzt komm, ich hab hier Knochen gekriegt. Muss ich erstmal suchen, finden. Ist doch da irgendwo. Ja, ich bin beim Hirsch. Ja. Oh, Dicker, hau ab. Unser Hirsch.
unser Frosch. Ja, Ausdauer. Blöde Ausdauer, was ist denn da los? Hier, ich hab dir jetzt, ich schmeiße, nein, Knochen hin, damit du Messer machen kannst, da gibt's mehr Fleisch draus. Ja, aber ich hab doch bloß die Baumwolle gebracht. Ach so. Ich kann sogar zwei machen, guck mal, du eins, bitteschön, und wenn ich Imps sehe, kriegt der auch eins. Super. Ah, ist ein Vogelnestkleid. Federn, okay. Okay, das sind immerhin 4 Stücke Fleisch. 5 Stücke Fleisch. Immerhin. Können wir denn relativ zügig anbraten? Ja. Wir sollten demnächst halt auch mal los. Ja. Ja, ja. Bist du denn da hinten? Da unten. Ich bin am Ende. Okay, dann lass uns mal das nächste Plätzchen suchen, um dann Essen dann zu machen kurz. Hier in der Richtung dann gleich. Also gleich in der richtigen Richtung, würde ich sagen. Ja. Guck mal, Strider, du hast oben, hast du einen Kompass. Ja, Nordosten. Aber wir haben jetzt Tutorial, haben wir durch, hä? Tutorial ist ja durch, ja, ja. Weißt du noch, ob ich die Maiskolben auch im Lagerfeuer anbraten konnte oder braucht ihr da auch was Bestimmtes für? Boah, Schatz, da habe ich mich gar nicht so dolle befasst gehabt. Okay. Verstauchtes Bein. Brauchst du eine. Wie heißt das? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass da irgendwas hilft. Ach, der Gegenstand muss repariert werden. So ein Scheiß. Gleich bei euch. Liegen bleiben, junger Mann. Mein Gott. Okay. Folgt mir. Aber unauffällig, ja. Und wo rennen wir denn hin? Zu dem Haus? Nach Hause, ja. Zu unserem Haus, ja. Aber wir werden wahrscheinlich noch zwischendrin irgendwelche Stops einlegen. So wie an diesem Baumstumpf. Hau mir drauf, ich habe keine Ausdauer. Oh, ich habe Honig bekommen. Super. Also wenn jemand infiziert ist, sagt Dr. Strider Bescheid. Er liegt's. Du. Oh, wir haben alle sehr großen Hunger, okay. Ja, relativ. Ich habe 2/3 so voll. Nee. Bei mir kommt jetzt gleich wieder kurz vorm Abnippeln. Mhm. Da ist ein Haus. Ja, so, das Haus. Dann gehen wir da rein. Und was da drin passiert, das sehen wir dann auch in der nächsten Folge. Jo, tschüss. Dann tschüss. Ciao. Schwein. Schwein.